Die deutsche Strategie in allen Ehren, aber sie trägt nicht weit. Warum sie nicht weit trägt, kann man sich sehr schnell klar machen mit einem Gedankenexperiment. Wir verdoppeln mal den Wind- und Sonnenstrom gegenüber heute. Und ich mache mal die einfache Annahme, dass die Windanlagen, die neu aufgestellt waren, ungefähr da stehen, wo die alten schon stehen, also dass keine neuen unabhängigen Standorte mehr gefunden werden können und auch die neuen Solaranlagen. Ohne diese Verdopplung sieht das Bild so aus. Mit der Verdopplung kommt gleich ein anderes Bild, aber bevor ich das zeige, gucken Sie mal auf diese Punkte hier, die ich da eingekreist habe. Man sieht, dass die Stromspitzen hier schon in die Nähe der Verbrauchsspitzen nach unten kommen. Die oberen Spitzen und die unteren Spitzen, die treffen sich hier fast schon. Stalaktiten und Stalagmiten kommen hier fast zusammen an bestimmten Punkten. Noch nicht ganz. Es hat noch nicht den Zeitpunkt gegeben, wo die Produktion höher ist als der Verbrauch. Aber das könnte passieren, wenn wir jetzt mehr von den grünen Anlagen errichten. Und auch schon diese Situation hat erhebliche Schwierigkeiten auf den Märkten hervorgerufen, weil die konventionellen Anlagen nicht schnell genug abgeschaltet werden konnten, insbesondere die Atomanlagen. Und dann hatten wir überschüssigen Strom. Wir hatten in diesem Jahr an 90 Tagen negative Strompreise, also nicht durchgängig negative Strompreise. An 90 Tagen gab es mindestens eine Stunde mit negativen Strompreisen. Was hat man gemacht? Was macht man mit diesem überschüssigen Strompreis, überschüssigem Strom? Naja, man kann ihn nicht einfach wegschieben irgendwo hin. Man müsste Tauchsieder in die Elbe stecken, um ihn wegzubringen, nicht? Was man macht ist, man bezahlt die Windkraftbetreiber dafür, dass sie ihre Flügel anhalten und dann kriegen sie in der Zeit 90% dessen, was sie gekriegt hätten, wenn sie gelaufen wären. Das ist aber fast wegwerfen, nicht? Oder man bittet die Nachbarländer, diesen Strom zu nehmen. Die wollen ihn aber auch nicht, weil ihre Anlagen ja durchlaufen sollen. Und wehren sich eigentlich dagegen, indem sie Blockaden einrichten. Die osteuropäischen Länder haben das alle gemacht inzwischen, um diese überschießenden Stromspitzen aus Deutschland abzublocken. Wenn wir aber doch den Strom dahin laufen, hinliefern wollen, dann müssen wir sie dafür bezahlen. Und das macht dann die negativen Strompreise. Deutschland ist stolz, dass es Stromexporteur ist. Es wird aber nicht dazu gesagt, dass das, was wir exportieren, ein Schrott ist. Ökonomisch ist das ein Import, kein Export. Der Import der Dienstleistung, den Schrott zu absorbieren. Ja, jetzt das versprochene Diagramm mit der Verdoppelung. Das war jetzt das Gedankenexperiment. Zu jeder Stunde wird genau doppelt so viel produziert wie vorher auch. Und Sie sehen, jetzt gibt es große Überlappungsbereiche. Hier, 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 überall schießen die Produktionskurven über die Verbrauchskurven hinaus. Und diesen Überschuss, den kann ich nun mit der deutschen Doppelstrategie nicht mehr wegbringen. Denn ein Kohlekraftwerk kann ich runterfahren bis auf null. Damit hat es sich aber auch. Ich kann es nicht in den negativen Bereich laufen lassen. Das heißt, ein Kohlekraftwerk macht aus Strom keine Kohle. Ne? Eine Nicht-Negativitätsbeschränkung, die trivial ist, aber ganz wichtig, um die Grenzen der deutschen Strategie zu begreifen. Diese überschießenden Spitzen sind das wirkliche Problem. Und sie begrenzen die Möglichkeit, den grünen Strom allzu weit weiter auszudehnen. Ich habe das mal ausgerechnet. Hier ist ein Diagramm, wo in der senkrechten ein Wirkungsgrad steht und in der horizontalen ein Marktanteil des Wind- und Sonnenstroms. Der geht von 0 bis 100%. Das Gedankenexperiment ist, ich nutze die Doppelstrukturenpufferung bis zum Maximum dessen, was möglich ist.
Das heißt, wir machen unsere Kohlekraftwerke an und aus, soweit es möglich ist. Aber wenn es dann überschießende Spitzen gibt, was machen wir mit denen? Die werfen wir weg. Also Annahme hier, die überschießenden Spitzen werden verklappt. Zum Beispiel, indem wir sagen, die Windräder stehen still oder wir liefern sie zu Nullpreisen anderswo hin oder machen die Sache mit dem Tauchsieder in der Elbe oder irgendwie so ein Unsinn. Ja? Also jedenfalls kann dieser Überschuss nicht verwertet werden. Das ist hier mal angenommen. Der Punkt, mit dem ich hier beginne, ist die tatsächliche Situation im Jahr 2014. Da haben wir eine volle Puffermöglichkeit mit einem 100%igen Wirkungsgrad durch die Parallelstrukturen und wir sind hier bei 16, irgendwas, knapp 17% Marktanteil für den grünen Strom. Hier am rechten Bildrand sehen Sie eine Fläche, deren Breite 11 Prozentpunkte ist. Das ist grüner Strom, der nicht Wind und Sonne ist. Da habe ich Ihnen ja vorhin gezeigt, was wir da so haben, Bioenergie und auch Wasserkraftwerke ein paar und so weiter. Das ist 11 Prozent. Und das Problem ist jetzt der Abstand zwischen diesem Punkt und dieser grünen Senkrechten. Den wollen wir jetzt kleiner machen, indem wir den Wind- und Sonnenstrom ausdehnen. Und wenn wir das tun, werden diese überschießenden Spitzen immer größer. Der Anteil der Gesamtproduktion, der überschießt, wird immer größer. Und das ist der Effizienzverlust, den wir haben. So, der erste Schritt wäre mal dieser, die Verdoppelung, die ich Ihnen vorhin zeichnerisch gezeigt habe. Obwohl wir schon gesehen haben, dass es überschießende Spitzen gab, ist es quantitativ gar kein Problem. Also es ist fast noch ein 100%iger Wirkungsgrad. Und das wäre rechnerisch der Schritt des Ersatzes der vorhandenen Atomkraftwerke, der restlichen, die Hälfte ist ja schon weg, durch Wind- und Sonnenstrom. Das kriegen wir also hin. Kein Problem. Jetzt gehe ich mal in 10 Prozentpunktschritten beim Marktanteil hoch. Wenn ich dann jetzt bei 40% Marktanteil für den Wind- und Sonnenstrom bin, bin ich schon nicht mehr bei 100% und progressiv verliere ich hier an Effizienz. Und wenn ich 100% Wind- und Sonnenstrom haben wollte, wäre der Effizienzgrad 0. Dann kann ich so viel, einfach weil zu bestimmten Stunden überhaupt weder Wind weht noch Sonne scheint. Da kann ich ja das expandieren lassen bis zum Unendlichen und hätte dann trotzdem keine gute Abdeckung. Müsste also fast alles wegwerfen. Das kommt jedenfalls bei den Rechnungen heraus. Ne? Das sind harte Rechnungen. Jeder Punkt ist sehr viel Rechenarbeit, sage ich Ihnen. Wenn wir mal diesen Punkt hier uns anschauen, da hätten wir einen Marktanteil von Wind und Sonne von 89%. Das hieße, alles ist grün. Der ganze Strom ist grün, also er ist bio und so weiter und Wind und Sonne auf der anderen Seite. In der Summe 100%. Dann haben wir eine durchschnittliche Effizienz hier von 39%. Das heißt, nur 39% des erzeugten Wind- und Sonnenstroms kann ich überhaupt nutzen und 61% muss ich verklappen. Und marginal, wenn ich den letzten Schritt mache von 88% auf 89%, ist es sogar noch extremer, dann ist die Effizienz nur 6%. Von diesem letzten Schritt kann ich nur 6% nutzen und 94% muss ich verklappen. Sie sehen die Natur des Problems. Wer räumliches Vorstellungsvermögen hat, kann sich das auch ganz gut vorstellen, wenn er nochmal an diese weißen Kurven denkt, die über die gelbe Kurve hinausschießt. Nicht? Der Anteil, der darüber hinausschießt, der wird immer größer, wenn ich den Durchschnittswert der Produktion des Wind- und Sonnenstroms erhöhen will, sodass ich also letztlich auf 89% komme. Kann ich nicht noch was anderes machen? Wie wäre es denn mit den Nachbarländern? Vielleicht weht der Wind bei uns, wenn er bei denen nicht weht und umgekehrt. Und die Wolken sind auch anders, sodass wir also einen gewissen Spitzenausgleich kriegen zwischen den Ländern, indem wir einen Verbund machen. Zum Beispiel
könnten wir ja auch an Norwegen denken. Norwegen hat ja enorme Möglichkeiten der Pufferung von Strom durch seine Wasserkraftwerke. Hier sehen Sie so ein typisches norwegisches Wasserkraftwerk. Und die Gesamtspeicherkapazität, die Sie in Norwegen haben, sind stolze 84 Terawattstunden. Leider. Und ich meine, das wäre genug, um alle Zahlen abzudecken, die ich Ihnen vorhin genannt habe, rein rechnerisch auf den ersten Blick. Und häufig wird so argumentiert. Leider ist das Argument völlig falsch. Stimmt gar nicht. Es stimmt deswegen nicht, weil wir ja Pumpspeicherwerke brauchen für Norwegen. Und die Norweger haben gar keine. Warum sollten sie auch? Sie haben ein klitzekleines bisschen, damit ab und zu, wenn da mal im Sommer jetzt kein Wasser kommt, dann wird der obere See leer und dann sterben da auch noch die Fische und dann muss ein bisschen wieder hochgepumpt werden. Das ist schon eine Art von Pumpspeicherwerk, aber nicht zur Energiegewinnung. Nein, sie haben keine. Es wird häufig übersehen. Da wird mit 84 Terawattstunden argumentiert und wird übersehen, dass das nur normale Wasserkraftwerke sind, aber keine Pumpspeicherwerke. Jetzt mache ich mal ein weiteres Gedankenexperiment. Deutschland und Norwegen werden verbunden durch eine Superleitung. Ohne Energieverluste kann der Strom hin und her transportiert werden. Wir versuchen mal zu puffern durch die norwegischen Anlagen. Und nicht mehr durch die deutschen Doppelstrukturen. Das heißt, unsere Kohlekraftwerke laufen glatt, die übernehmen jetzt nicht mehr die Funktion. Das ist ja unrealistisch, dieses Gedankenmodell, das ist mir schon klar, aber wir wollen uns von so und von so und von allen Seiten der Sache mal nähern. Und unterstellen wir mal, wir haben einen 50-prozentigen Marktanteil für Wind- und Sonnenstrom in Deutschland. Und können die überschießenden Spitzen nach Norwegen leiten und dann holen wir wieder von Norwegen zurück und so weiter. Dann sieht das Bild so aus. Das ist dann der deutsche Nettoexport nach Norwegen pro Stunde. Und hier, die blaue Kurve, ist die norwegische Stromproduktion pro Stunde, die aus den norwegischen Wasserkraftwerken normaler Art resultiert. Keine Pumpspeicher, normale Wasserkraftwerke. Und da sehen Sie die Natur des Problems. Was machen wir eigentlich, wenn die weißen Kurven, der deutsche Nettoexport nach Norwegen, der sich ergibt durch unsere Volatilität im Verbrauch und in der grünen Produktion, wenn der mehr ist, als die Norweger selber produzieren, diese blaue Kurve? Ja, dann müssen wir auch in Norwegen Pumpspeicherkraftwerke haben, denn die Wasserkraftwerke laufen auch nicht negativ. Die Pumpen laufen nicht in die andere Richtung. Das müssen sie erst noch bauen. Und das zu bauen heißt, sie brauchen einen unteren See, aus dem sie das Wasser wieder hochpumpen. Und der untere See ist eben häufig gar nicht da. Das ist also nicht so trivial, da was zu bauen. Die Norweger können abpuffern, indem sie ihre Wasserkraftwerke abstellen, während der deutsche Strom hier angeliefert wird und ihre Verbraucher mit dem deutschen Strom versorgen. Die Flüsse, die jetzt in die norwegischen in die norwegischen Seen da reinfließen, die machen diese Seen, die fließen ja weiter und die machen die Seen dann voller in dem Moment, wo aus Deutschland der Strom ankommt. Weil man stellt die Turbinen in Norwegen einfach ab, damit aus Deutschland die norwegischen Verbraucher bedient werden können. Wenn wir das tun, dann können wir hier bis zu dieser blauen Kurve gehen, aber eben auch nicht weiter. Und
die überschießenden Spitzen müssten wir immer noch verklappen. Wir hätten keine Möglichkeit, selbst mit einem vollen Verbund von mit Norwegen hinzukommen. Übrigens sind die Leitungskapazitäten, die man dann braucht, auch sehr groß. Ich habe das mal ausgerechnet, man müsste die Leitungskapazitäten ver-60-fachen gegenüber heute. Man müsste die Leistung der norwegischen Turbinen verdreifachen. Und wenn man dann tatsächlich Pumpspeicherwerke bauen wollte, um diese überschießenden Spitzen dann doch in Norwegen noch irgendwo unterzubringen, müsste man für 6,64 Terawattstunden Speicherkapazität bauen. Nach dem E-Storage-Projekt, also diesem geologischen Projekt der EU, können aber nur 1,401 in Norwegen gebaut werden. Das heißt, selbst wenn wir alle Speicherkraftwerke bauen in Norwegen, die man bauen könnte, reicht es nicht. Also so geht es auch nicht. Es geht also überhaupt nur so gedanklich, wenn man hier die Strategie der Doppelstrukturen in Deutschland behält. Wir brauchen also die Kohlekraftwerke weiter, um so weit wie möglich das alles abzupuffern und dann nur noch die überschießenden Spitzen, die schicken wir nach Norwegen. Das ist hier nicht gerechnet, sondern hier, wie gesagt, habe ich gerechnet mit glatter Produktion von Kohlekraftwerken. So, die letzte Rechnung, damit schließe ich dann auch diesen Vortrag, ist folgende, und die ist schon einigermaßen realistisch. Wir puffern in Deutschland, so wie wir es ja tun, so viel wie es irgend geht durch Doppelstrukturen, lassen die Kohlekraftwerke also alle an und lassen sie invers zum Wind- und Sonnenstrom hier produzieren. Dann haben wir immer noch die überschießenden Spitzen und diese überschießenden Spitzen, die stecken wir dann in Speichern und zwar irgendwo, entweder in Deutschland oder in anderen Ländern, wo diese Speicher dann gebaut werden müssten. Und meine anfängliche Annahme, dass diese Speicher friktionslos bedienbar sind, hebe ich auch auf. Hier wird also jetzt unterstellt, dass beim Umweg über einen Speicher und zurück 25% des Stroms verloren geht. Nicht? Das ist jetzt also sozusagen die letzte Abstraktionsstufe, die ich hier erreiche. Man kann da sicher noch weiter treiben, das Spiel. Es wird immer schwieriger und immer komplizierter. So, und diese Rechnungen ergeben eine Tabelle, die sieht anfangs sehr kompliziert aus, ist aber leicht im Grunde zu interpretieren. In dieser Tabelle betrachte ich verschiedene Marktgrößen. Ich fange an mit Deutschland. Deutschland ist eine Insel. Die anderen sind nicht dabei. Dann baue ich Norwegen dazu, einen vollen Verbund mit Norwegen. Dann gucke ich mir auch noch andere Länder an, denn Pumpspeicherwerke kann man auch in den Alpen bauen. Und die Dänen sind auch noch im Spiel, die haben viele Windanlagen und wollen auch die norwegische Kapazität in Anspruch nehmen. Jetzt mache ich einen großen Verbund mit Deutschland, Norwegen, Österreich, Schweiz und Dänemark. Wollen wir mal schauen, wie weit wir denn kommen mit unserem grünen Stromanteil unter diesen verschiedenen Marktgrößen, wenn wir die Annahme machen, dass wir so viel wie möglich durch konventionelle Anlagen abpuffern und die überschießenden Spitzen dann eben speichern nach der Maßgabe des E-Storage-Projekts, welches uns geologische Maxima vorgibt in den verschiedenen Ländern. Hier steht der Wind- und Sonnenmarktanteil in Deutschland. Betrachten tun wir nur diesen Teil der Tabelle, der hier grün eingegrenzt ist, denn hier steht eine Zahl von 1,6 Terawattstunden. Das ist das, was das E-Storage-Projekt für alle betrachteten Länder als maximale Pumpspeicherkapazität ausweist. Die anderen Rechnungen sind rein hypothetischer Natur, das kann man gar nicht realisieren. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, ist diese Zahl hier, 1,4 Terawattstunden, die hatte ich schon erwähnt, das ist das, was Norwegen und Deutschland zusammen an Pumpspeicher bauen können. Und dann gucken wir mal auf diesen Wert, das ist der Status quo des Jahres 2014, wie gesagt, vorher für alle Länder einheitliche Daten, die habe ich nur für 2014.
da haben wir einen Anteil des Wind- und Sonnenstroms von 16,6%. Wenn wir sämtliche Speicherkapazität ausnutzen, die in Deutschland herstellbar ist, dann komme ich auf 29,2% Wind- und Sonnenstrom. Ohne den Verbund mit anderen Ländern und ohne überschießende Stromspitzen wegzuwerfen, wäre das das Maximum, was ich realisieren kann. Wenn wir den Verbund mit Norwegen machen und berücksichtigen, dass Norwegen derzeit gar keine Pumpspeicher hat, kommen wir auf einen Marktanteil des Wind- und Sonnenstroms in Norwegen und Deutschland zusammen von 28,6. Das ist sogar weniger als das, was Deutschland alleine hat. Aber für Deutschland, da die Norweger das nicht brauchen, haben wir dann immerhin 35,8%. Nächster Schritt ist, wir machen den Verbund mit auch Österreich, Schweiz und Dänemark zusätzlich zu Norwegen und berücksichtigen alle Speicherkapazität, die heute existiert, ohne dass wir zubauen. Dann kämen wir für diesen gesamten Verbund auf einen maximalen Anteil von verlustfrei produzierbarem Wind- und Sonnenstrom von 33,7%, was für Deutschland einen Anteil von 43,1% bedeutet. 33,7 ist der Durchschnitt und in Deutschland könnte man dann auf einen etwas höheren Wert gehen. Nächster Schritt, wir versuchen mal 50% Wind- und Sonnenstrom in Deutschland zu machen. Dann bräuchten wir für Deutschland alleine 2,1 Terawattstunden, kriegen wir alleine natürlich nicht hin. Wenn wir Norwegen dazu bauen, bräuchten wir aber nur 0,3 Terawattstunden. Und das ist schon eine erhebliche Reduzierung auf ein Siebtel. Also Norwegen ist in jedem Fall nützlich und 0,3 können wir bauen, denn wir können bis zu 1,4 gehen. Wenn wir nun in Norwegen alle Speicher bauen, die nach dem E-Storage-Projekt möglich sind, geologisch möglich sind, dann kämen wir in Norwegen auf einen Marktanteil von, Norwegen und Deutschland zusammen auf einen Marktanteil von knapp 50%. Und wenn wir in allen fünf betrachteten Ländern das hinzubauen, was nach dem E-Storage-Projekt möglich ist, kämen wir dort in dieser Gruppe von Ländern auf einen Marktanteil von 49,5%. Also über die 50% in diesen jeweiligen Ländergruppen kommen wir nicht hinaus. Ja? Das ist die bittere Wahrheit dieser Rechnungen. Wenn ich darüber hinausgehe, nützt die ganze Möglichkeit der Pumpspeicherung eben nicht oder reicht sie eben nicht mehr aus, um das noch zu erhöhen. Das ist ein bisschen desillusionierend, weil viele sagen ja, wir könnten Richtung 100% oder wenigstens Richtung 89%, sodass mit dem Biostrom und anderen grünen Stromquellen wir insgesamt auf 100% kommen. Nein, nach meinen Rechnungen bleibt diese Lücke. Und das müssten wir dann irgendwie anders abspeichern, aber dann unter großem Effizienzverlust über Methanspeicher oder über Wasserstoffspeicher, wie ich das erläutert habe, wo wir dann in das Carnot-Problem reinkommen, dass wir in die chemischen Speicher gehen und aus der wertvollen bewegungselektrischen Energie in die chemische Speicherung reingehen. Oder man kann natürlich den Strom wegwerfen, die überschießenden Spitzen, und dann hat man aber da wieder die Effizienzverluste. Also wie man es dreht und wendet, hier gibt es natürliche Schranken und bevor das Ökonomische überhaupt ins Spiel kommt, muss auch ein Ökonom sich klar werden darüber, wo die technischen Schranken hier eigentlich liegen. Jetzt gibt es ja Leute, die glauben,
Wir könnten, das Ziel könnte nicht, müsste nicht nur sein, den vorhandenen Strom grün zu machen, sondern die denken ja an eine Stromwelt, wo alles Mögliche noch mit Strom gemacht wird, was heute noch nicht mit Strom gemacht wird. Die wollen ja auch Autos mit Strom fahren lassen. Nicht? Bedenken Sie, 29% des Endenergieverbrauchs ist ja Verkehr. Theoretisch könnte man sagen, es macht, wird jetzt auch alles Strom. Nur, wie soll denn das gehen, wenn wir vom vorhandenen Strom gerade mal 50% schaffen, mit den vorhandenen geologischen Möglichkeiten Speicherkraftwerke zu machen? Wie sollen wir denn die ganze Stromproduktion noch ausdehnen für andere Zwecke? Also ich verstehe es nicht, es geht fast hinten und vorne nicht zusammen. Außer es kommt die große Erfindung, die uns diese ganzen Probleme bei den chemischen Speichern, die ich beschrieben habe, jetzt überwinden hilft. Die muss aber erst noch kommen. Und die physikalischen Effizienzgrenzen habe ich Ihnen beschrieben. Das Carnot-Problem bleibt. Das kriegt kein Physiker weg und kein Techniker sowieso nicht. Tja, eines schaffen wir aber mit der Energiewende, meine Damen und Herren. Wir wandeln die deutschen Kulturlandschaften in Industriegebiete um. Hier sehen Sie die Burg Fürstenberg bei Bingen. Das ist das Welterbe Mittelrheintal. Und da hinten ist irgendwie die Stadt Ingelheim. Und die schert sich nicht drum, dass Bingen hier Weltkulturerbe ist und setzt die Dinger an die Grenze. Nun gut, es ist Tele, sieht ein bisschen näher aus, als es wirklich ist, aber so ungefähr ist es schon. Oder nehmen Sie dieses Bild. Was ist denn das? Das sieht aus wie das Ruhrgebiet mit diesen ganzen Lichtern für die Fabrikanlagen. Das sind auch Fabrikanlagen, im Grunde sind aber eben Windkraftanlagen, die des Nachts hier doch kräftig leuchten müssen, damit die Flugzeuge da nicht ranfahren. Wir wandeln unsere Natur in Industriegebiete um, auf dem Weg, den wir hier eingegangen sind. Und diese Umwandlung ist ja auch der ökonomische Anreiz. Wissen Sie, ein Bauer am Rande einer Stadt, der möchte gerne sein Land umwidmen in ein Industriegebiet, dann wird er steinreich. Ja, das wird ihm normalerweise verwehrt. Aber jetzt haben wir einen Trick gefunden, wie er es darf. Ja, die Einnahmen liegen über 50.000 Euro, die der Verpächter einer solchen Anlage pro Jahr bekommt. Nicht? Das Planungsrecht wird ausgehebelt, Natur wird zu Industriegebiet gemacht, dadurch kommt es zu dieser gewaltigen Wertsteigerung und plötzlich wollen die Waldbesitzer nichts lieber als ihre Wälder zupflastern oder überdecken mit diesen Windanlagen. Wissen wir wirklich, was wir tun? Insbesondere, wenn man bedenkt, wie viel zum oder wie wenig zum Schluss bei dieser Sache überhaupt herauskommt. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke hier, dieser Spruch von Heinrich Heine passt, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Frohe Weihnachten. Das, ja, ich hätte nur eine Frage. Sie unterstellen, dass der Solarstrom und der Windstrom in Deutschland hergestellt werden, unter deutschen Witterungsbedingungen. Nun gab es ja mal die Idee, Desertec, nämlich Solarstrom in der Wüste herzustellen, wo die Sonne wahrscheinlich, also nicht nachts natürlich, auch dort nicht, aber tagsüber zumindest das ganze Jahr stabiler steigert. Und vielleicht gibt es auch Windlocations, wo der Wind länger strömt. Kann man sich vorstellen, dass auf diese Art und Weise die Puffernotwendigkeiten einfach dann geringer werden? Ich weiß, dass Effizienzverluste natürlich
verbunden sind mit der Entfernung bei Stromtransporten etc. Aber irgendwas haben sich die Menschen ja bei Desertec, nehme ich an, auch gedacht und da gerechnet. Das wollte ich nochmal als einfach als Frage in den Raum stellen und als eine mögliche Alternative, die auch noch nicht angedacht ist. Ja, vielen Dank. Da haben Sie vollkommen recht. Ich habe mich mit Desertec in meinem Buch Das grüne Paradoxon länger auseinandergesetzt und habe das sehr positiv beschrieben. Das ist mal eine Initiative, die ich absolut für richtig hielt. Nur, Sie wissen, was daraus geworden ist. Die kriegerischen Verhältnisse in Nordafrika bedeuten, dass kein Mensch es wagt, dort irgendwelche Anlagen hinzusetzen. Mal ganz abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, den Strom über die langen Entfernungen hierher zu bringen. Verco wollte das ja schon, der wollte in der Sahara Solarkraftwerke machen und wollte dann über Elektrolyse eben Wasserstoff machen und den Wasserstoff durch Röhren nach Deutschland transportieren. Heute hat man Gleichstrom-Hochvolt-Anlagen, Hochspannungsanlagen, die Leitungen, die auch das relativ gut können, aber Leitungsverluste sind dann zusätzlich ein Thema. Es hat sich nicht gerechnet, nicht? Aber richtig wäre das. Also rein rechnerisch reicht da irgendwie so eine kleine Briefmarke auf dem Atlas in der Sahara, um alles zu lösen. Das ist jetzt nicht das Problem. Sonne scheint genug auf der Erde. Das Problem ist, man muss sie einsammeln. Franz Alt hat ja mal gesagt, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Da hat er irgendwie recht, aber trotzdem ist es völlig falsch, was er sagt. Natürlich schickt die Sonne keine Rechnung, aber die Hersteller dieser Anlagen schicken die Rechnung, und zwar satte. Denn das Problem ist, die Sonne ist dünn verteilt. Und man braucht jetzt technische Anlagen, um sie aus der Fläche sozusagen einzusammeln und zu konzentrieren. Und dadurch entstehen die Kosten. Wir bleiben noch mal kurz hier vorne. Sie wissen, ich habe Sie nicht vergessen. Ich nehme mal gerade, weil das Mikrofon hier vorne ist, noch Professor Fuß dazu. Ja, herzlichen Dank. Also ich fand das hochspannend. Nur die Frage, wenn jetzt die Autos zum Beispiel dazukommen, ist nicht der Verbrauch vielleicht nicht nur nicht perfekt korreliert, sondern vielleicht sogar irgendwie negativ korreliert oder so stark abweichend, dass es ein bisschen bei der Glättung hilft. Also du hast gesagt, wenn anderer Strom jetzt noch dazukommt, dann wird alles nur noch schlimmer. Also die Frage, wird das zwingend noch schlimmer? Gibt es Erkenntnisse darüber, wie der Verbrauch korreliert ist mit dem sonstigen Verbrauch? Also kann das vielleicht auch helfen? Müsste man ausrechnen, weiß ich nicht. Ja, nur aus dem Bauch heraus denke ich mal, die Autos verbrauchen im Winter mehr Strom als im Sommer, weil die Heizungen ja auch noch laufen müssen. Und gerade im Winter haben wir nicht genug. Das Problem ist der Winter. Im Winter ist so viel Verbrauch und so wenig Sonne, dass wir da sowieso schon ein großes Problem haben. Und wenn jetzt die Autos dazukommen, die auch noch ihre Heizenergie da brauchen, sieht das, glaube ich, nicht so gut aus. Im Sommer brauchen die jeden Tag. Naja gut, diese tägliche Geschichte ist gar kein Thema. Wie gesagt, diese Volatilität innerhalb der Woche oder so, auch eines Monats, die spielt gar keine Rolle. Es spielt immer nur die saisonale Volatilität eine Rolle. Und die liegt eben nicht gut. Im Tag kann man sich da einiges vorstellen, ja, dass in der Rush-Hour dann der Batteriestrom da genutzt werden kann. Statt, ja, was ist denn heute in der Rush-Hour, wenn Leute nach Hause fahren, brauchen sie auch in den Büros kein Licht mehr und so weiter. Also das überblicke ich nicht ganz, aber wie gesagt, das ist nicht das Thema. Das Thema ist die saisonale Variation und nicht sonst. Das habe ich ja nachgewiesen. Ich hatte mir das mit dem E-Auto schon überlegt, aber wenn ich das jetzt im Winter gar nicht benutzen darf, finde ich das auch blöd. Der Herr hat das Mikrofon, bitte. Ja, danke schön. Vor einigen Wochen hat Frau Kempfert im Ehrensaal des Deutschen Museums einen Vortrag zur Energiewende gehalten. Und sie kommt ja aus ihrer Fakultät, aber sie kommt zu 180. Nein. Nicht. Dann nehme ich das zurück. Aber sie kommt vom DWI und sie kommt zu 180 Grad diametralen Ansichten zu den ihren. Das ist das eine. Das zweite ist, ich unterstelle mal, dass. Nein, sie hat doch das gar nicht berechnet. Bitte? Nee, lassen Sie mich doch fertig sagen. Das andere, was ich sagen wollte, ist, dass ich denke, Rechnungen dieser Art auch angestellt werden können von den großen Forschungsinstituten wie Fraunhofer, IWES oder in Freiburg. Die machen das aber nicht. Meine Frage ist nun, kommt die Forschung in eine Glaubwürdigkeitsproblematik rein?
wird sie unglaubwürdig aufgrund dieser ganz unterschiedlichen Darstellungen. Und wenn es so ist, ist die Energiefrage dann am Ende der Sündenfall der deutschen Energieforschung? Das ist meine Frage und da interessiert mich Ihre Ansicht. Tja, gut. Also ich habe, wissen Sie, warum ich das Thema angegangen bin, wie bei all meinen Themen? Wenn ich Themen ideologielastig finde, dann werde ich nervös und dann steigt mein Adrenalinspiegel. Und bis er ein Niveau erreicht hat, dass ich mich auf den Hosenboden setze und selber nachrechne. Und das ist auch, so, auch hier so. Also ehrlich gesagt empfinde ich die deutsche Energiedebatte nicht mehr rational. Sie hat einen... Sie hat einen quasi religiösen Charakter bekommen und ich habe schon mal gesagt, zum Ärger des NABU und wiederhole das hier, für mich sind Windflügel im Grunde Sakralbauten einer neuen Zeit. An den christlichen Gott glauben wir nicht mehr so richtig und jetzt kommt der Sonnen- und der Windgott an die Stelle. Ja, es ist sehr ketzerisch, sehr provokant, was ich jetzt sage, aber ich glaube, da ist was dran. Und das ist das Problem, wenn Sie jetzt anfangen, hier rational zu rechnen und zu argumentieren, machen Sie sich ja selbst schon verdächtig. Weil das ist kein rationales Thema, es ist ein emotionales Thema. Wir wollen was Gutes tun, wir wollen die Welt retten. Und deswegen darf man bitte keine Kritik üben. Ja, aber sorry, so funktioniert die Wissenschaft überhaupt nicht. Ich bin ja der Meinung, wir brauchen grüne Energien. Ich habe überhaupt nichts dagegen, hier nach vielen Wegen zu suchen, auch bessere Speichertechniken zu suchen. Wenn das gefunden wird, tant mieux. Ich empfinde es nur als gefährlich, die deutsche Strategie hier zu realisieren. Wir haben die Atomkraftwerke, die wir abstellen und die Kohlekraftwerke wollen einige dann auch noch abstellen bis 2030 und dann haben wir ja nur noch diesen Wind- und Sonnenstrom und das kann ja nicht klappen. Das ist eine Energiewende ins Nichts. Ich halte das für nicht möglich, diesen Weg zu gehen. Und das ist ziemlich offenkundig, wenn Sie sich mit den Dingen ein bisschen beschäftigen. Es sind ja einfache Rechnungen von der Logik her. Es ist ja nicht so, dass ich hier Geheimnisse von mir gebe, irgendwie Blackbox-Ergebnisse gebe. Das ist alles nachrechenbar. Und das Paper habe ich Ihnen ja zitiert, brauchen Sie ja nur zu lesen. Das ist ja jeder einzelne Rechenschritt beschrieben, kann jeder mit einer Excel-Tabelle nachrechnen. Ja? Die Ergebnisse als solche stimmen und da ist überhaupt nicht dran zu rütteln. Das große Weltbild, ja, das kann man so und so malen, ja, indem man dies und das anders gewichtet. Das ist ein ganz anderes Thema. Es ist ja auf der Zeitschiene, ne? Also das Papier an und für sich sagt ja noch nicht mal was über die Frage aus, ob die Energiewende richtig oder falsch war oder ob sie am Ende, wenn ich das richtig verstehe, oder ob sie am Ende funktioniert oder nicht. Sie sagt nur, im angegebenen Zeitraum bis 2030, wenn man den Atomstrom wegnimmt und auf die Kohle auch verzichten will, dann kann es nicht funktionieren. Ne? Das ist ja die Aussage. Naja, ich würde sogar darüber hinausgehen, wenn wir 2022 wollen wir ja die Atomkraftwerke alle abschalten. Meine Aussage, um es zu wiederholen, ist, das können wir ohne weiteres schaffen mit Wind- und Sonnenstrom. Das ist überhaupt noch nicht das Problem. Aber dann sind wir erst bei 30% Wind- und Sonnenstrom und haben noch gar keinen Beitrag zum Klimaproblem geleistet. Denn wir haben eine klimaneutrale Energiequelle durch eine andere ersetzt. Und wenn wir dann reinbeißen wollen in den Rest über 30 hinaus, bis zu 89%, was wir machen müssten, um also CO2-Ausstoß zu reduzieren, dann kommen wir in diese ganzen Probleme rein. Und ich sage, über 50% kommen wir nicht hin. Selbst wenn wir jetzt eine tolle Kupferplatte bis Norwegen bauen und alle Pumpspeicherwerke bauen in Norwegen und auch an allen beteiligten Ländern, die technisch möglich sind, kommen wir nicht über 50% raus. Und wer das nicht glaubt, kann es ja selber nachrechnen. Frau Kempfert hat das auch gar nicht gerechnet. Das ist eine andere Philosophie, die sie verbreitet, aber das sind doch keine anderen Rechnungen. An den Rechnungen lässt sich nicht rütteln. Im Übrigen verweise ich auf den Professor Wagner aus der Physik. Der macht ja auch solche Rechnungen. Der kommt im Grunde auch zu ähnlich skeptischen Aussagen. Okay. Wir im Ingenieurwesen würden das noch nicht für einen technischen Vortrag halten, nebenbei bemerkt, trotz vieler Diagramme. Die Frage an Sie als Volkswirtschaftler.
Ist das so schlimm, wenn der Strom teurer ist, wenn man einen etwas größeren Teil seines Budgets für Energie, Strom, Wärme ausgeben muss? Umfragen zeigen eigentlich alle, dass das dem Endverbraucher nicht so auf den Nägeln brennt, wenn er dafür nicht Ruß, Quecksilber, der Kohle und so weiter akzeptieren muss. Die Hauptfrage an Sie als Volkswirtschaftler, mir hat in dem Vortrag die Prämisse gefehlt, die jetzt eigentlich vorne angehören würde, wie der Begriff sagt, dass die Stoffe gemäß des IPCC, der United Nations, eben zu Ende gehen, Erdöl in 40 Jahren, das heißt Benzin, Diesel und Flugkerosin, Ende. Und wir Stein, Braunkohle 90 Jahre, 100 Jahre, je nachdem, wie China sich verhält, Steinkohle 150 Jahre, 200. Das ist alles keine Zeit bei 7,5 Milliarden, demnächst sind wir 11 Milliarden. Dass Sie also nicht die Prämisse vorne anstehen, die Stoffe gehen zu Ende. Wie, vielleicht können Sie das jetzt noch kurz nachholen. Und als Letztes, Sie reden so gerne von der Teuernis. Klar, als Volkswirtschaftler und Betriebswirtschaftler. Aber wenn wir uns dem Ende nähern, schon beim Öl, Gas in 60 Jahren, dann dürfte es logischerweise sehr, sehr teuer werden. Ja, das können Sie jetzt vielleicht beantworten. Danke. Okay. Was den ersten Teil anging mit den Kosten, die ruhig ein bisschen höher sein können, ist der Unternehmer Gaffer gerade lautlos zusammengebrochen. Aber eigentlich haben Sie das Wort. Also im Grunde stehen wir nicht vor endzeitlichen Situationen und müssen die ganze Anstrengung darauf richten, damit umzugehen. Also ich versuche jetzt gerade mich zu erinnern, was ich dazu gelesen habe, als ich mein Buch schrieb, das grüne Paradoxon, das ist nun schon ein paar Jahre her. Also wenn ich mich vertue, sehen Sie es mir nach. Aber soweit ich mich erinnere, war das so, wir haben also einen Jahresverbrauch damals von 8-9 Gigatonnen Kohlenstoff gehabt. In der Erdkruste waren 6.000. Und nach neuen Rechnungen des IPCC sind in der Erdkruste sogar das Doppelte, 12.000, so in der Größenordnung. Und das bedeutet, es ist viel, viel mehr Kohlenstoff da, den man rausholen könnte, als möglicherweise Platz hätte in der Luft. Und das ist ja das Argument der IPCC-Leute, weshalb sie ein Kohlenstoffbudget wollen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das von alleine sozusagen verbraucht wird zu einem Zeitpunkt, wo die Erde noch nicht verglüht, sondern ist so viel drin, wenn man es alles rausholt, wird es zu heiß. Nicht? Dann kommen wir über die berühmten 5 oder an die 5 Grad plus gegenüber vorindustrieller Zeit locker heran oder darüber hinaus. Und es wird eben bei 3 Grad plus also schon ein bisschen unangenehm. Nicht? Dann bei 3 Grad plus fängt der Südpol an zu schmelzen und dann steigt der Meeresspiegel und so weiter. Also das Argument ist, die fossilen Brennstoffe sind da, aber wir können sie nicht einsetzen, weil wir dann die Erde zu sehr erhitzen. Ja, das ist das Argument der Klimaleute und das kann man nicht in Abrede stellen. Ottmar Edenhofer betont das ja immer wieder. Er sagt, deswegen muss man der Menschheit ein Kohlenstoffbudget geben, das kleiner ist als das natürliche Budget, was in der Erde ist. Und einen Teil muss man versiegeln. Ob das nun so richtig ist, also es gibt ja eine andere Strategie, dass man nur die Extraktion verlangsamt. Als Ökonom kann ich nur das begründen. Ich will das nicht hier ausführen im Sinne einer intertemporalen Pareto-Optimalität. Aber ob es da so ein hartes Budget gibt, weiß ich nicht. Nur die Fachleute sagen, es gäbe eines. Man müsste es begrenzen und könnte sich nicht auf ihren Effekt verlassen. Das, was Meadows und andere 1982 gesagt haben, dass das alles nach 40 Jahren zu Ende ist, das war ja offenbar nicht richtig. Es sind immer 40 Jahre, aber die 40 Jahre beziehen sich auch nur auf die derzeit ökonomisch abbauwürdigen Bestände. Während es in Wahrheit um die Bestände insgesamt geht, die man auch zu höheren Kosten irgendwann abbauen kann. Und die sind viel, viel mehr als die Atmosphäre der Luft, also die Atmosphäre verträgt. Da muss man schon irgendwas machen. Es muss aber auch eben funktionieren.
Und es hat überhaupt keinen Sinn, dass ein Volk sich hier maledeit und seine Natur verschandelt im Sinne dieses Ziels, ohne dem Ziel näher zu kommen. Wir Volkswirte sind ja Instrumentenkritiker. Wir akzeptieren das Ziel der Gesellschaft. Wir sagen, das ist in der Tat ein hehres Ziel. Aber das muss dann auch einen Weg geben, da wirklich hinzukommen. Und wir haben ja fast ein diebisches Vergnügen, will ich so sagen, als Volkswirte zu zeigen, dass die Instrumente, die die Politik anwendet, gar nicht funktionieren. Also, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Wir kriegen ihn jetzt langsam auf Betriebstemperatur. Bitte schön. Mein Name ist Albrecht Pfaud. Ich war bis vor 5 Jahren Professor der Wasserwirtschaft in Koblenz. Jetzt habe ich Zeit und engagiere mich in der Bundesinitiative Vernunftkraft. Der Herr Schuster, den Sie ja auch kennen, der hat mich mit den Daten von 2011 bis 2016 versorgt. Ich komme auch genau zu denselben Diagrammen. Also diese kurzzeitigen Probleme lassen sich sicherlich lösen. Aber was mich schockiert hat, ist, dass eben genau diese langen Perioden, dass die praktisch in allen diesen Jahren in den Winter fallen. Jetzt wohne ich in Frankreich und weiß, dass man dort sehr viel mit Strom heizt. Ich will das jetzt nicht diskutieren, ob das sehr sinnvoll ist. Es ist aber so. Und das bedeutet, dass in Frankreich der Atomstrom in dieser Zeit auch knapp ist. Und genau dann, wenn wir ihn bräuchten, können die uns nicht aushelfen. Im Sommer ist genügend Atomstrom vorhanden, um uns bei der grünen Revolution zu helfen, aber eben nicht im Winter. Das ist, finde ich, sehr bedauerlich. Auf einen anderen Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist, ich glaube, wir müssten inzwischen auch in dem politischen Bereich mehr tun und uns mehr zu Wort melden. Ich erinnere an eine Sendung, die Sie vielleicht gesehen haben im Oktober mit dem Maischberger, die war sehr bemerkenswert. Da hat ein Schweizer Professor, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der hat das Problem angesprochen von der Dunkelflaute dieses Jahres. Also war im Januar, waren es 2 bis 3 Wochen etwa, wo praktisch mit diesen Energien gar nichts war. Dann hat der Herr Schellenhuber vom Potsdamer Klimainstitut gesagt, ach, da kann ich Sie beruhigen. Wir bauen da riesige Speicher. In Großbritannien ist einer gerade im Bau, der regelt das Problem. Den in Großbritannien konnte ich mit den Angaben nicht genau nachprüfen, weil ich glaube, dass der Journalisten, dass sie Megawatt und Megawattstunden verwechselt haben. Es gibt aber ein ähnliches Projekt in Schwerin. Schwerin 2 heißt es, von der Firma WMAG. 15 Megawattstunden kosten 5 Millionen. Wenn Sie das umrechnen, sind Sie bei den Preisen, die auch die Batterien für die E-Autos kosten. Und wenn man das hochrechnet, mindestens der 10-fache Preis von dem, was Pumpspeicherwerke sind, dann finde ich das auch vollkommen illusorisch, zumal es ja dann auch wieder Kurzspeicher sind. Ja. Und das Nächste, dann das haben Sie Gott sei Dank angesprochen, mit den Exporten, gibt Bärbel Höhn in derselben Sendung, sagt, wir sind Meister in der Stromexport. Man sollte denen das Diagramm zeigen von Herrn Alborn, in dem er zeigt, dass die Zunahme des Ökostroms mit einer Zunahme des Exports verbunden ist, nämlich mit diesem Zappelstrom. Ja, ja. Export in Anführungsstrichen, nur technisch. Ja, genau. Also weitgehende Übereinstimmung habe ich da jetzt wahrgenommen, oder? Mhm. Ja. Ja, ja. Die Zeit läuft langsam ab. Ich würde gerne noch eine schöne Schlussfrage, nicht so speziell, sondern ein bisschen grundsätzlicher. Wer möchte die wirklich stellen? Sie? Wirklich? Schlussfrage? Okay, bitte dann. Denn die Antwort ist gleichzeitig das Schlusswort von Hans-Werner Sinn. Herr Professor, können Sie sagen, Sie haben ja am Anfang von der Regulierung gesprochen, dass die Regulierung in Deutschland vollkommen falsch ist mit der Energieumlage. Können Sie sagen, was denn Sie meinen, wie die Regulierung sich ändern sollte, dass es funktioniert oder ein bisschen besser funktioniert oder wie man da hinkommen könnte? Eine Sache, die mir da einfällt, man könnte ja Windkraftbetreiber an Standorten, wo im Winter viel Wind ist, höher bezahlen. Wäre das so ein Weg zu einer Regulierung, die passen würde oder funktionieren würde? Ja, die kriegen ja schon mehr. Wenn viel Wind ist, haben sie mehr Einnahmen. Das ist ja jetzt schon angelegt. Nein, also was kann man denn wirklich machen, wenn wir mal darüber reden? Das Klimaproblem ist eine weltweite Problematik mit Externalitäten durch die Winde, die das alles verteilen. Wo fossile Brennstoffe auf der Erde verbrannt werden, ist völlig egal. Es verteilt sich über die Erde und ruft den Klimaeffekt hervor.
Wir müssen also auch weltweit das koordinieren. Wenn nur eine Teilgruppe von Ländern das macht, kann das, glaube ich, nicht funktionieren. Da gibt es zwar das Argument, da machen die anderen das nach, aber ich glaube das Argument nicht. Es ist genau umgekehrt. Je mehr die eine Gruppe schon macht und die Welt kühlt sozusagen durch ihre Anstrengungen, umso weniger ist die Notwendigkeit für die anderen da, das zu machen. Nicht? Wenn ich zu Hause das Geschirr abspüle, dann muss meine Frau es doch nicht auch nochmal abspülen, weil es schon gespült ist. Was sich so trivial anhört, ist aber ein wichtiger Punkt. Der wissenschaftliche Beirat beim Finanzministerium und Clemens Fuß hat, glaube ich, dann an dem Gutachten mitgewirkt, hat ja vor ein paar Jahren ein Gutachten geschrieben, genau zur spieltheoretischen Situation, wo er gezeigt hat, wenn eine Teilgruppe von Ländern vorprescht, reduziert sie den Anreiz der anderen, was zu tun. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die Politik unterstellt. Nicht? Die Politikmaßnahmen der anderen werden hinausgeschoben. Man hat ja dann noch ein bisschen Luft für weitere CO2-Expansion und den Aufbau der eigenen Industrien, wenn die Europäer sich schon von alleine zurücknehmen. Nein, wir müssen das koordinieren. Wir brauchen einen weltweiten Ansatz, wo alle Länder dabei sind. Und ich glaube, es geht nur über einen weltweiten Emissionshandel. Der Emissionshandel existiert ja in Europa, da sind alle Länder dabei, da wird politisch gedeckelt, die Summe an CO2, und nur wo das CO2 ausgestoßen wird, das kann der Markt entscheiden, aber nicht die Menge. Nicht? Und wenn wir das für ganz Europa machen, für die ganze Welt machen würden, hätten wir das richtige System. Es ist nicht so absurd und fern, wie man denkt, denn die UNO hat ja bereits einen Emissionshandel zwischen den Ländern, wo 30% ungefähr des weltweiten CO2-Ausstoßes integriert sind. Wenn Deutschland also zum Beispiel seine Ziele nicht erreicht, kann es über die UNO an andere Länder herantreten und von ihnen das Recht abkaufen, entsprechend mehr zu emittieren, dann muss das andere weniger emittieren. Das ist ja schon Realität heute. Und dieses Handelssystem zusammen mit dem innereuropäischen Emissionshandelssystem ließe sich meines Erachtens schon ausbauen zu einem weltweiten System, um dieses Problem zu lösen. Aber nur so geht es. Und die ganzen anderen Dinge machen ein gutes Gefühl, weil wir Gutes tun, aber bewirken nichts. Und wir können uns diese Art von Ineffizienz, glaube ich, nicht erlauben. Das Thema ist viel zu ernst dafür, als dass wir dieses Spielchen weiter fortsetzen können. Okay, aber jetzt, um das Bild noch ganz voll zu machen, also weltweiter die Forderung, also die Position ist, wir brauchen einen weltweiten Emissionshandel, ein gewisser Optimismus, dass das auch machbar ist, weil es in Europa funktioniert und man das in die Welt tragen kann. Ich habe die Frage jetzt aber so verstanden, bis das soweit ist oder parallel, welchen Ordnungsrahmen brauchen wir in Deutschland? In der gegebenen Situation, in der die Energiewende nun mal eingeleitet ist. Ja, gar keinen. Das führt zu nichts. Ich sehe nicht den Effekt. Das kostet alles nur fürchterlich viel Geld und es bringt gar nichts. Es macht den Strom teuer, reduziert den Lebensstandard und verschandelt die Landschaft. So kann es doch nicht sein. Es muss doch auch funktionieren. Ich meine, das widerspricht natürlich diesen vorweihnachtlichen Gefühlen, die wir jetzt alle haben. Das ist mir schon klar. Man ist in der Kirche, da ist der Klingelbeutel, ich gebe was in den Klingelbeutel rein. Ich weiß, hinter mir kommt der böse Chinese und der Trump und die tun das nicht. Ich gebe trotzdem was rein, denken sich viele. Ja? Wir spenden sozusagen, wir haben einen kleinen Beitrag geleistet. Wir wissen, das ist noch nicht die Lösung, aber es ist immerhin ein Beitrag. Und das ist eben das falsche Denkmodell, denn Trump und die Chinesen holen genau das Geld aus dem Klingelbeutel wieder raus, was wir da reingelegt haben. Ja? Und so hat es also keinen Sinn. Wir müssen vorher mit ihnen reden, was wir alle da reinlegen wollen, sonst geht es nicht. Na gut, also das war jetzt aber wirklich auf die Energiepolitik bezogen und es soll Sie nicht davon abhalten, an Heiligabend trotzdem was in den Klingelbeutel zu tun. Clemens Fuß und ich, IFO-Institut und Süddeutsche Zeitung, bedanken uns sehr erstens bei Herrn Gaffel für die Einführung. Vielen Dank. Und dann natürlich beim Hauptredner Hans-Werner Sinn. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Oder? Nee. Nein? Okay, dann ganz herzlichen Dank und wir sehen uns draußen. Danke.